Willkommen auf der Stobnitz, hier im Vorschiff, eine Vertreterin der Geheimagentur. Wir hatten euch schon zu Gast, da war es nicht nur eine Person, ich bin aber super dankbar, dass du heute hier bist, weil du hast einiges Spannendes zu erzählen. Nicht nur von der Stubnitz, sondern auch von allen möglichen Aktionen in Hamburg. Geheimagentur ist ja erstmal die Frage, um was geht's überhaupt? Anders als vielleicht die Vorreiterinnen hier beim Plattenfroster geht es nicht direkt um Musik, sondern eher um, ich würde sagen, einen performativen, teilweise theaterbasierten Zugang, aber sehr viel, ich würde sagen, realpolitische Magie, die mit viel Menschen gestartet wird. Ja. Ja, die Geheimagentur ist eigentlich ein offenes Performance-Kollektiv. Das gibt es seit 2001 schon, also schon eine Weile. Und damals haben wir eben entschieden, dass wir, wenn wir mit der Geheimagentur arbeiten, unsere persönlichen Namen nicht verwenden wollen. Was dann auch zur Folge hat, dass wir, also es hatte eigentlich den Zweck, dass wir kulturelles Kapital umverteilen wollten, weil wir ja partizipativ arbeiten, also immer viele Leute mit einbeziehen in unsere Projekte und wir uns das so ein bisschen genervt hat, dass diese großen partizipativen Projekte, dass da quasi das kulturelle Kapital dann immer so abgezogen wird und dann schreibt so der Meisterkünstler seinen Namen drunter und alle anderen sind so vergessen. Und deshalb haben wir so diese Regel, wer zwei Projekte der Geheimagentur mitgemacht hat, der kann den Namen auch verwenden oder die kann den Namen verwenden. Und deshalb, da macht es natürlich Sinn, dass man dann, also die in Geheimagentur als Label verwenden, macht es natürlich Sinn, dass man das nicht so stark mit Eigennamen verbindet, sonst geht das nicht mehr. Ne? Genau. Ja, da war ich auch, muss ich sagen, überrascht, weil es so ein Schritt, wie du sagst, konsequenter ist, als es oft passiert, zu sagen, also eine Gruppe zu bilden, aber eigentlich ist es für mich eher, oder hatte ich das Gefühl, ein Format zu bilden, mit dem man aktiv werden kann und eben auch vor allem so schnell die Kontrolle abzugeben und zu sagen, wer zweimal mitgemacht hat, darf weiter benutzen, ist ja auch irgendwie zum einen Teil fair und zum anderen ein Vermehren, das ja sich so ausbreiten kann. Es hat auch seine Risiken, aber es bleibt dann auch spannend. Ja. Genau, ja. Bisschen ähnlich wie die Stubnitz ja auch, die auch ohne, also genau mit nur einzelnen Personen niemals funktionieren würde, ist es auch eigentlich ein ziemlich aktives Kommen und Gehen von Personen, die dann auch immer wieder toll an der Bar zu treffen sind. Also Massen an Menschen, die vor 20 Jahren oder am besten hier noch im Seegang auf dem Schiff waren. Mhm. Und genau, also so bildet man ja eigentlich auch eine Gruppe, die sich immer so weiterentwickeln kann, auch von ihren Interessen. Ihr wart bei uns zu Gast 2016 und 2017 mit dem Projekt Ports. Ja. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Klar. Also die Geschichte fängt eigentlich schon ein bisschen früher an, als wir nämlich als Geheimagentur ein Projekt gemacht haben über die somalische Piraterie. Das war 2011, da waren die somalischen Piraten ja in Hamburg vor Gericht plötzlich. Und alle haben sich gefragt, insbesondere auch die Kinder, mit denen wir auch hin und wieder arbeiten, wie kommen die aus den Büchern, den Filmen raus und warum kann die jetzt keiner mehr leiden, so plötzlich, weil sie real sind? Wo sind die Helden hin? Ne? Genau, und das hat uns sehr interessiert. Deshalb haben wir Hamburger Kinder gefragt, was sie denn echte Piraten mal fragen wollen. Und haben dann eine ziemliche Odyssee auf uns genommen, um eben somalische Piraten zu finden, die diese Fragen auch beantworten können. Die haben wir ungefähr ein Jahr später auch gefunden in Nairobi, im somalischen Teil von Nairobi, und haben denen die Kinderfragen auf Video vorgespielt. Das war ein ganz besonderer Moment irgendwie meiner beruflichen Geschichte, irgendwie dieser Moment. Wir sitzen da mit den somalischen Männern in einem Raum und alle haben Angst voreinander. Und dann zeigst du diese Videos von den Kindern und dann gucken die dich so an und denken, naja, ihr seid ja wahnsinnig, aber gefährlich seid ihr nicht. So, und dann fingen die an, halt sozusagen die Geschichte der somalischen Piraterie oder ihre eigene Erfahrung eben auf eine Weise zu erzählen, wie damit das Kinder das auch verstehen können. Und das war eben so eine Art, wo dann ganz viel sich so aufgeblättert hat zu dieser Geschichte. Und wir, also als Geheimagentur, machen wir ja oft Projekte, die so zwischen Forschung, Kunst und Aktivismus sind. Und wir haben eben ganz schnell gemerkt, der Hamburger Hafen spielt in der Geschichte schon eine wichtige Rolle, weil sie hier eben ganz viele Reeder und ganz viele maritime Firmen einen Hauptsitz haben und sich hier auch gleich die Reeder sozusagen zusammengetan haben und so eine Taskforce aus privaten Söldnern gebildet haben. Und die haben eigentlich die somalische Piraterie erledigt in so einem Krieg, der auf Meer stattgefunden hat,
von dem wir alle nichts wagen, also von dem niemand, der ist ein geheimer Krieg. Also da gab es natürlich auch die NATO-Atalanta-Geschichte, aber eigentlich hat das diese private Söldnergruppe, die in Hamburg ausgebildet worden ist, erledigt mit der somalischen Piraterie. Und da haben wir eben versucht, dann sozusagen auch so ein bisschen zu intervenieren und sozusagen haben uns so ein bisschen als Friedens, in so einem Friedensaktivismus da gesehen und auch ziemlich aufgerieben, aber es war ein total spannendes Projekt und es hat uns eben gezeigt, wow, Hamburg hat eine Außenpolitik, die nimmt nur niemand wahr. Dieser Hafen ist einer der größten Häfen der Welt und einer der wichtigsten Orte sozusagen von Entscheidungen zum maritimen Leben und tatsächlich spielt sich das aber eigentlich auf der öffentlichen politischen Bühne kaum ab. Warum ist das so? Und dann fing sozusagen diese ganze Hafenforschung an, die die Geheimagentur dann gemacht hat. Und dann haben wir erstmal, also da haben wir immer wieder auch unterschiedliche Wege verfolgt. Wir haben was mit Seeleuten gemacht im Duckdiven. Wir haben selber eine alte Barkasse versucht, über Wasser zu halten, über Jahre und so Sachen und auch im Hafen gelebt. Und haben dann 2015 das alternative Kreuzfahrtterminal in der alten Oelkerswerft gemacht. Das einzige Kreuzfahrtunternehmen ohne Schiff gemacht und haben halt kleine Kreuzfahrten in den Hamburger Hafen organisiert. Und in dem Zusammenhang sind wir, glaube ich, auch auf die Stubnis zum ersten Mal richtig aufmerksam geworden und haben dann Blo kennengelernt, von dem auch wahnsinnig viel gelernt, weil es ja mit dem Hamburger Hafen immer so ist, wenn du nicht irgendwie drin hängst beruflich, ist es ganz opak. Es sieht immer wie so eine Post, ist immer wie so eine Postkarte und muss sich richtig reinarbeiten und dabei stößt du auch immer wieder auf enorme Hindernisse und alte Männer, die mauern und ihre Fründe und ihre Orte verteidigen und so. Naja, und da hat Blo einfach uns ganz viel erklärt und beigebracht und deshalb war dann auch relativ schnell klar, das nächste Projekt wollen wir gerne auf der Stubnitz realisieren und das war dann eben Ports, das Recht auf Meer. Und da haben wir aber vorher, bevor wir es hier auf der Stubnitz gezeigt haben, auch so Forschungsreisen gemacht in verschiedene Häfen überall auf der Welt und haben da verschiedene Aspekte sozusagen erforscht. Zum einen, also ich bin dann nach Lagos, Nigeria gereist und zwar habe ich mich da mit Leuten, also Flüchtlingen aus Westafrika, die an der Hafentreppe in St. Pauli sich versammeln, zusammengetan und bin sozusagen deren Netzwerke in Lagos, Nigeria angefahren und habe die besucht und habe mich beschäftigt mit Microtrade. Also ganz viele Leute, die einen westafrikanischen Hintergrund haben, schicken immer Container mit Gebrauchtwaren nach Afrika und so und dieser Handel hat auch seine Schattenseiten, aber es ist eben auch so eine der wenigen, wie soll ich sagen, Tätigkeitsfelder, wo Leute, die in Hamburg leben, den Hamburger Hafen einfach ganz direkt für sich nutzen, so, weil man von hier eben ganz so opak. Genau, weil man von hier eben gut Sachen verschiffen kann. So. Und viele Leute mit einem westafrikanischen Hintergrund finden das an Hamburg auch besonders interessant, sodass wir da von denen auch wieder auf eine Art was lernen konnten oder von deren Netzwerken. Und dann haben wir, da gab es noch andere Forschungen, dann die Anti-Kreuzfahrt-Fraktion aus der Geheimagentur ist nach Venedig gefahren, hat sich da mit den Aktivisten, mit Marco Baravalle und anderen getroffen und geguckt, wie haben die das eigentlich hingekriegt. Die haben ja mittlerweile tatsächlich die Kreuzfahrtschiffe aus der Lagune vertrieben. So und hatten dafür auch interessante Techniken entwickelt und so, das war so. Und Leute sind auch nach Brooklyn gefahren, wo es eine Bewegung gab damals, die rund um die Künstlerin Swoon diese Flöße gebaut hat, die auch mal auf der Biennale plötzlich aufgetaucht sind und allen die Show gestohlen haben damals und haben sich sozusagen mit dieser ganzen Floßbewegung beschäftigt. Genau, und das haben wir dann alles zurückgebracht und haben auf der Stubnitz sozusagen Forschungsergebnisse gezeigt. Und dann hatte das auch noch eine weitere Entwicklungsstufe, also die Inszenierung Ports bestand eben aus diesen Forschungsberichten und es ging aber auch darum, und das hat eigentlich Blo angezettelt oder in uns wachgerufen sozusagen, sich zu überlegen, was soll denn eigentlich mit dem Barkenhöft passieren? Ja. Und dass darauf lief diese Inszenierung oder diese ganze Forschung so ein bisschen raus damals,
experimentelle Anordnungen zu finden, wie man den Barken, das Barkenhöft so als eine andere Form von Hafen entwickeln könnte. Also als ein Hafen, wo Hamburgerinnen und Hamburger auch tatsächlich die Chance haben, also sozusagen das Recht auf Hafen hat dann eine große Rolle gespielt für uns. Also wo können wir eigentlich als Leute, die in Hamburg leben, den Hafen auch noch benutzen, der sich immer mehr so abschließt in so eine logistische Sonderzone über die Jahrzehnte, in die wir auch gar nicht mehr richtig rein dürfen und wo wir nicht gewünscht sind und so weiter. Und da so einen Gegenakzent zu setzen, genau. Und das, das war dann sozusagen gleich der nächste Schritt, mit der, als dann Theater der Welt Festival nach Hamburg kam. Das war dann 2017. Das war dann das zweite Jahr, ja. Ja, ich fand es total spannend, wie das so aufgeht. Also wenn man so erstmal guckt, ah ja, Ports und dann eben mit dem Recht auf Meer und dann gibt es eben die zweite Variante mit Recht auf Hafen. Und aber überhaupt so der Modus, dass es nicht darum geht, ein Festival zu organisieren, was sowieso auch schon toll ist, wo man vielleicht Leute einlädt oder so, sondern wenn man anfängt nachzulesen, dann verzweigt sich das nämlich ja genauso. Und man denkt sich, also dieses Wir sind viele oder ein Vieles, das hinter der Geheimagentur steht, merkt man dann total, weil es eben genauso diese Reisen, die du jetzt schon angesprochen hattest. Also es verschiebt sich, finde ich, so diese Kulturproduktion, wie du meintest. Es gibt Forschung, aber nicht, um dieses Festival am Ende zu machen, sondern ja, ich würde eigentlich sagen, gleichwertig, wenn ich genauso dieses Selbsterfahren oder auf diese Reise begeben, mir auch, ich würde mal sagen, vielleicht ein Stück weit von außen vielleicht als wahnsinnig gesehen mit diesen Kindervideos da auf Piratenjagd zu gehen. Also halt aber genau auch so eine Absurdität, die aber total real ist, weil diese Kinderfragen sind ja real und die sind vielleicht... Besser als die meisten Fragen, die Erwachsenen an der Stelle sich getraut haben zu stellen. Genau, und das finde ich ist dieses Spannende, das ist so vielleicht im ersten Schritt oder auch zu sagen Recht auf Hafen. Ihr hattet ja zum Teil auch dieses wie so ein abgesperrtes Becken, in dem man dann schwimmt, also halt auch irgendwie einfach oder eine schwimmende Schaukel, was jetzt sicherlich auch nur diese vielleicht Spaßgimmicks waren, aber so einfach dieses an einem Ort sich aufhalten und mit, ich würde mal sagen, nicht kommerziell genutzten Elementen zu füllen und auch zu bezeichnen, indem man sagt, es gibt hier eine Schaukel auf der Elbe. Ja. Das verdreht ja total das Bild, was man auch für einen Anspruch wecken kann. Und das finde ich so sehr, sehr spannend, wie ihr so diesen gewissen Dreh an Absurdität im ersten Moment zu was total Realen macht und das aber auch genau durch Teilhabe eigentlich dann funktioniert. Ja. Weil es wurden dann ja auch viele Leute in der Reise kennengelernt. Also, und du erzählst ja auch von einzelnen Menschen, die dann immer, ob es das Blo war oder Menschen, die ihr in Westafrika kennengelernt habt oder wie auch immer, wie das so immer weiter sich so anfachen lässt. Das ist total, total spannend. Ja, also uns war eben auch wichtig, also wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, auch der Wasserflächen, auf denen wir hier gerade reden, die waren ja eben zum Beispiel vor 100 Jahren noch viel belebter. Aber das haben wir eben auch auf diesen Reisen festgestellt, ist eigentlich in allen richtig großen Hafenstädten der Welt dieselbe Entwicklung. Natürlich mit der Containerisierung wird die Verbindung von Hafen und Stadt eigentlich getrennt. Mhm. Also der Hafen wird eigentlich offshore neu aufgebaut, wenn du so willst. Da haben wir in Hamburg noch eine gute Situation, eine ziemlich spezielle Situation, dass wir den Hafen immerhin noch sehen können. In London oder in den meisten Städten der Welt siehst du den Hafen nie mehr. So. Ja. Obwohl die ganzen Städte, die gibt es überhaupt nur wegen des Hafens. Aber trotzdem, der Hafen und die Stadt sind getrennt. Und früher, als sie noch zusammen waren, da wurden die Wasserflächen ja viel kleinteiliger für öffentliches Leben genutzt. Also auch in Hamburg gab es ja Märkte auf dem Wasser jede Woche und ganz viele kleine Schiffe, die eben irgendwas von A nach B gebracht haben, hier in der Stadt auch und so. Und jetzt liegen die Wasserflächen ja oft einfach nur so leer da vor irgendwelchen Bürogebäuden, die zwar Prime Real Estate Wasserblick haben wollen, erste Reihe Elbe, aber eigentlich das Wasser für 0,0 benutzen, so, was dann eben zu diesem Aussterben der Wasserflächen führt. Und es war halt auch so ein Versuch, also ein Teil dieses Projekts am Barkenhöft war zu sagen, okay, das Barkenhöft soll als Wasserfläche, als Hafenfläche ein öffentlicher Raum sein, der auch öffentlich genutzt werden kann von jedem, wie ein Park. So, und das war eben, was wir so aus Brooklyn und New York mitgenommen hatten bei dieser Forschungsreihe mit dieser Floßbewegung, wo es auch eine ganze Menge Parks und Gärten gibt, die eben schwimmen.
Ja. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ihr habt zum Glück auch gut dokumentiert, wie es hier so auf der Stubnitz abgelaufen ist und ja, wer da alles wo rumgesprungen ist. Ja, ein Stück Venedig. Im Winter, es war arschkalt, als wir das aufgeführt haben. Gut eingepackte Passagiere, aber einige davon. Ja. Welcome, Seafarers. Welcome to the free port of Hamburg, open city of the many. This is Hamburg Port Hydraki, call sign HPH. I spell and repeat, Hotel Papa Hotel, HPH. On board of MS Stubnitz, Bakenhoeft. In logistical position, 53 degrees 32 minutes north, 10 degrees 0 minutes east. Ein Floß. Also nicht wir bauten ein Floß, sondern ganz viele bauten ein Floß, um damit Wasser zu bereisen, das man sonst in Hamburg per Floß nicht bereisen kann. Noch vor der Jungfernfahrt feierten wir eine Hochzeit auf dem Floß und wurden Zeugen, wie aus einem Ausweis zwei waren. Test, test. Test, test. This is the ship welcoming station of the Freeport Bakenhoeft. This is where you can say everything you always wanted to say to a passing cruise ship. You are not welcome! We brought you for over 2 hours because you are not welcome in our city! You are too big! You are destroying our houses! You are destroying our lagoon! Willkommen zur Hauptversammlung der Hamburg Port Hydraki. Thema dieser Versammlung wird die Zukunft des Bakenhofts bzw. des Bakenhafens sein. Heute ist das Bakenhoft und der Bakenhafen so ungefähr der einzige Teil vom Hamburger Hafen, der stadtnah ist und dessen Zukunft noch nicht total verplant und verkauft ist. Man kann also noch mitreden und deshalb kommen wir jetzt mal zu Bord. So, zurück aus 2017, 2020 sieht es ein bisschen anders aus mit dem Bakenhoeft. Ja, dann sind wir leider einen Schritt weiter. Die Stubnitz liegt noch hier, aber ein Stück weiter vorne ist auch schon das nächste Kreuzfahrtschiff-Terminal im Bau. Ja, magst du ein bisschen sagen, wie es weiterging? Ja, also wir haben halt dann damals aus diesen verschiedenen Forschungsprojekten so Ideen fürs Bakenhoeft entwickelt. Unter anderem war das ja auch früher das Afrika-Terminal, das wir jetzt ins African-Terminal umwandeln wollten und einfach mal den Vorschlag gemacht haben, lasst uns doch diese ganze Containerpackerei der afrikanischen Migrantinnen mal ins Zentrum der Stadt holen und das unterstützen und so. Und dann die Sache mit dem öffentlichen Raum. Dann hatten wir eine Schiffsbegrüßungsanlage, wo man mit den großen Kreuzfahrtschiffen reden konnte, sozusagen. Solche Sachen haben wir da vorgeschlagen. Und auch eine Biennale hätten wir gern gemacht zu Hydraki. Und das haben wir auch alles aufgeschrieben an die Kulturbehörde und hatten eine große Diskussionsveranstaltung dazu. Aber es war eigentlich ist uns in dem ganzen Prozess klar geworden, dass es überhaupt keine Chance dafür gibt, weil schon also die kleinsten logistischen Schritte, wie überhaupt ein Ponton, auf dem man arbeiten kann, ins Bakenhoeft zu legen, da wurde einfach derartig gemauert von der Hamburg Port Authority. Die haben uns auch am Ende gesagt, mit euch, das sagen wir euch ganz klar, mit euch arbeiten wir nie wieder zusammen.
so, und haben gesagt, ihr kriegt bei uns keine Genehmigung mehr durch. Und was uns eben auch klar geworden ist, ist, dass dagegen kannst du ja nicht mal Rechtsmittel einlegen. Die Hamburg Port Authority ist ja innerhalb ihres Wirkungsgebiets, also im Hafen, hat die ja feudalherrschaftliche Rechte. Also da wird ja nur genehmigt, was, so wie es so schön heißt, dem Hafenzweck dient. Und was dem Hafenzweck dient, das entscheidet die HPA ganz alleine für sich. Und da gibt es keinen, der da drüber steht und das irgendwie, also da musst du immer einen ganz politischen Willen produzieren von ganz oben sozusagen, um da überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und daran haben wir uns auch total aufgerieben. Also wir haben praktisch die Hälfte unserer Arbeit war eigentlich Genehmigung und mit der HPA streiten. Und die andere Hälfte war dann maximal irgendwie Kunst machen oder Aktivismus machen oder so. Und das ging einfach, also das war einfach klar, das ist so ein bisschen so ein Dead End. Also ich weiß, die Stubnitz kann an der Stelle nicht aufgeben, so, aber wir haben halt kein Schiff. So. Und haben dann gedacht, okay, wir müssen uns mit dem Thema zwar weiter beschäftigen, aber wir können uns das auch nicht ständig total überfordern. Und haben dann gesagt, wir gehen jetzt erstmal ins Kleine, weil das, was wir im Hafen gelernt haben, das sozusagen dieser Logistical Turn, den der Kapitalismus ja im Moment auch macht, einfach bedeutet, dass es immer mehr so logistische Sonderzonen gibt, die aus dem öffentlichen Leben und auch aus der öffentlichen Jurisdiktion eigentlich rausgenommen werden, sozusagen nur für den Transport von Dingen sind. Das hat mich damals total geschockt, dass 90% aller Sachen, die wir in der Stadt benutzen, über den Seeweg zu uns kommen. Und damit wird natürlich auch viel Geld verdient, damit die Sachen über die ganze Erde zu verteilen und ständig zu transportieren und so weiter. Aber auch das Muster zu aufrechtzuerhalten. Genau. Also es ist ja irgendwie auch so ein laufendes System. Und genau. Du hattest ja gerade noch mal gesagt, auch so die Hamburg Port Authority, die als Autorität, die Verwaltungs, nur eben so ja. kurz erklären, das ist die Verwaltungshoheit über den Hafen. Ne? Ja. Und dazu habt ihr sozusagen als Gegenpart euch aufgestellt als Hamburg Port Hydrarchy, ja. Also so die Wasseranarchie sozusagen, die ja. oder die da versucht irgendwie dagegen zu bohren und ja. Also das Wort Hydrarchy haben wir eigentlich von dem Buch von Markus Rediker und Peter Leinbau über den Black Atlantic uns geklaut. Das ist ein Wort, das die da benutzen, um zu gucken, wie organisiert sich eigentlich Widerstand gegen territoriale Machtverhältnisse, gerade sozusagen auch mit Hilfe maritimer Andersartigkeit. Also eigentlich heißt es nur, die Ordnung des Wassers ist eben eine andere. Und damit kannst du natürlich immer auch was ausrichten. So. Aber das weiß die Hamburg Authority auch und macht da eben die Luken verdammt dicht. So, ja, ne? Ja. Deshalb, also die Hamburg Port Hydrarchy, das war sozusagen die Dachorganisation, die den Freeport Bakenhöft betrieben hat, den wir in 2017 eben dagegen durchgesetzt haben. Für ein paar Wochen, für ein paar Monate hatten wir den Freeport Bakenhöft und danach war eben Sense. Bis sie die Qualität gesehen haben und wahrscheinlich auch gecheckt haben, dass es gefährlich werden könnte, wenn man erstmal anfängt, sowas zuzulassen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also jedenfalls war das also Abschlussgespräch derartig endgültig, dass wir dachten, ja, das kannst du wohl jetzt mal vergessen mit den Pontons. Und vorerst und dieser Art von Arbeit, genau. Und dann haben wir uns auf, wollten wir weiter was zu Logistik machen und zu dieser Veränderung der Welt, die wir da im Hafen eben besonders wahrnehmen, aber die ja eigentlich überall passiert, wo sich, ich sag mal ganz einfach, die Dinge immer mehr bewegen und die Menschen immer weniger. Oder die Bewegung der Menschen soll weiter ganz stark kontrolliert werden, nicht nur im Hamburger Hafen, sondern natürlich auch international. Und auch nicht nur jetzt, sondern eigentlich vor Corona schon. Ja. Und die Dinge, die sollen sozusagen in einen ständigen Fluss versetzt werden, um eben in dem Transport der Dinge Mehrwert zu produzieren. Und nicht mehr so sehr in der Produktion, sondern die Supply Chain, die löst irgendwie das Fließband quasi ab als so eine Hauptort von Wertschöpfung. Ne? Und da haben wir gesagt, na gut, das können wir auch, dafür müssen wir nicht unbedingt Containerschiffe und nicht mal Container, da können wir auch mit Paketen arbeiten. Und das war eben jetzt das Projekt Unboxing, das wir jetzt auch unter Corona-Bedingungen durchführen konnten, aber sowieso machen wollten, wo wir eben uns in Boxen an Leute haben ausliefern lassen, die uns im Internet bestellen konnten, so wie eben heutzutage so konsumiert wird. Man alles bestellen kann. So. Und wo wir dann aber, also normalerweise ist das ja so, du packst das, die Ware aus und dabei verschwindet eigentlich, dabei erscheint die Ware, aber alles andere, die ganze Produktionsweg, der Distributionsweg, das ist da in diesem Vorgang eigentlich
verschwindet das. Also das ist immer weniger die Spannung eigentlich da dran. Ne? Das ist ja so ein Geschenk an mich selbst schon fast, ja, das dann da ist und ich muss nicht mal in den Laden und ne, wo das vielleicht woanders steht. Also ich meine, gibt Menschen einen Knopf, wo du draufdrücken musst und dann kriegst du eine Box, die du aufmachen kannst. Das ist auch tödlich, also auch gemein einfach. Das ist wie so ein Versuch mit Primaten. Das machen wir für immer weiter. Aber gut, wir haben halt versucht sozusagen das, was aus den Boxen rauskommt, in dem, was dann aus den Boxen rauskommt, in den Performances, diesen One-on-Ones, die wir jetzt erarbeitet haben, eben immer auch davon zu erzählen, von diesen Welten, die normalerweise nicht sichtbar werden oder versteckt werden eigentlich. Und daher das Unboxing, ja, den totalen Hype des Unboxings, wo man auch schon irgendwie sich durch die Videos, die einfach diese mega, mega Freude auszupacken. Ja. Genau, bei wem seid ihr denn da so grob gelandet? War das so arg unterschiedlich? Also wie wart ihr dann schon in Privatwohnungen? Also, weil das war ja auch eben genauso dieser spannende Punkt, finde ich, mit der Logistik, dass man sagt, so der Logistikraum ist ein sehr abgeschlossener, eben wie du schon meintest, auch der Hafen, der ist hier nur so sichtbar und vielleicht umso absurder ist es, dass man dann doch nicht ran kann. Mhm. Und auch der private Raum ist so auch ein nicht öffentlicher. Genau, und dazwischen verschwindet eben der öffentliche Raum. Wenn wir uns, also in Corona natürlich sowieso, weil der auch sozusagen ein Risiko birgt, aber auch vor Corona gab es ja immer mehr Regime, die sozusagen, also man nennt das Safety, ja, aber es ist eigentlich eine Vermeidung von Öffentlichkeit, ja, indem man den logistischen Raum und den privaten Raum direkt aneinander koppelt. Dann gibt es der Marktplatz ist der uröffentliche Raum. So, und den gibt es dann eben nicht mehr. Ja. Und das wollten wir damit schon thematisieren. Das war jetzt natürlich unter Corona-Bedingungen schon so ein bisschen erschwert, weil wir auch alle so wahnsinnig darauf angewiesen waren, dass wir uns mal was nach Hause schicken lassen konnten. Ne? Ja. So, oder genau, oder die Leute auch zu Hause in ihren Wohnzimmern vereinsamen und isoliert sind. Und dann willst du nicht hören, dass du dir aber auch nichts schicken lassen kannst. So, das war dann so ein bisschen die Balance, die jetzt zu halten war. Ja. Aber ja, genau. Das war so, ist so der Zusammenhang zwischen den zwei Projekten gewesen. Ja. Genau. Ja. Und also das Barkenhöft selber, ich glaube schon, wir haben damals richtig so eine Potenzialanalyse geschrieben, was man alles machen könnte mit dem Barkenhöft. Und ich glaube schon, dass die auch dazu geführt hat, dass auch die Kulturbehörde selber, also das sind Spekulationen von mir, aber ich glaube, dass die Kulturbehörde selber im Zusammenhang mit dem mit der Suche nach einem Standort für das Deutsche Hafenmuseum auch das Barkenhöft durchaus vielleicht auch in Kenntnis dieser Analyse oder so geprüft hat. Und selbst die sind nicht durchgekommen. Und selbst die, also wir arbeiten ja jetzt auch mit dem Deutschen Hafenmuseum immer mal zusammen und so, was ich so höre, also ich will denen nichts in den Mund legen, aber haben selbst die, also mit der Hamburg Port Authority, verdammt, haben sie ein schweres Spiel. So. Ja. Und da fühlten wir uns als kleine Geheimagentur noch mal so bestätigt, dass es echt hart. Also, wo man schon spürt, wie so an diesen ganzen noch so halb brachen Stellen der Stadt so gezerrt wird von allen möglichen Richtungen. Ja. Eure Zusammenarbeit mit dem Hafenmuseum geht wieder auf die Seemannschaft. Diesmal nicht ganz so eng, wie es so oft passiert. Wie es ja nicht so opak männlich abgeschlossen, wie du dich auch schon am Anfang so beschwert hast, dass man schlecht an Wissen rankommt. Ja. Und du hattest auch vorhin bei uns im Gespräch schon kurz erzählt, irgendwie auch als Frau war der Einstieg mit auch schon allein einen Liegeplatz für ein Boot zu finden total katastrophal. Euer neues Projekt dreht sich da auch vom Blickwinkel. Ja, wir haben natürlich, also wenn man versucht in Hamburg im Hafen was zu machen, dann wird dir sofort klar, dass es die Männerdomäne schlechthin ist. Und also das erste Boot, das ich hatte, da haben sie mir noch gesagt, wir müssen erstmal die Satzung ändern, hier können Frauen gar nicht Mitglied werden. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, mit meinem kleinen Joghurtbecher da auszuparken, standen die Herren da mit ihren Bierdosen und haben gejohlt. Also herrlich. Herrlich. Genau, so ungefähr lief es ab. Und wir haben dann aber festgestellt, gerade in diesen Forschungen zur Hierarchie eben, dass es tatsächlich immer mehr Frauen gibt weltweit, die als Künstlerin, als Aktivistin sich mit dem Meer beschäftigen. Also unser Netzwerk, unser International Hierarchy-Netzwerk, da ist uns plötzlich klar geworden, hey, das sind mehr Frauen als Männer. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man bedenkt, was das für eine Männerdomäne eigentlich ist. Und uns ist auch klar geworden, dass durch die Kreuzfahrtschifffahrt erstmals auch ganz, ganz viele Frauen auf See fahren, also beruflich zur See fahren, weil eben diese riesigen Kreuzfahrtschiff-Service-
Armeen wesentlich aus Frauen bestehen und sich die, auch die ganzen Seemannsmissionen eben umstellen müssen auf ein ganz anderes, ganz andere Bedarfe auch, die da jetzt kommen und so. Auch natürlich die Sea-Watch, da sind ja Carola Rackete und Pia Kemp auch sehr in der Presse gewesen und so als zwei Kapitänen ganz neuen Typs, die wir natürlich auch ganz toll fanden und so. Und da dachten wir, hey, lass uns doch mal fragen, jetzt ist offenbar die Zeit, wo sich Frauen erstmals auch in großer Zahl beruflich und künstlerisch und aktivistisch mit dem Meer beschäftigen, ändert das was? Gibt es eine feministische Perspektive auf das Meer? Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir das nur mit Frauen arbeiten. So, also Feministen können auch Männer sein. Man muss ja nicht von dem einen engstündigen ins nächste. Genau, und das fragen wir uns jetzt in unserem neuen Projekt. Das heißt Women of the Seven Seas und versucht zum einen so eine internationale Vernetzung eben zu schaffen zwischen Frauen oder Feministinnen, die weltweit sich mit dem Meer beschäftigen. Und andererseits wollen wir hier in Hamburg die erste Seefrauenmission eröffnen. Und das als so ein Ort, also auch wieder so ein Projektort, auch wieder wie beim Freeport Bakenhöft, eben nicht unbedingt etwas, was für die Jahrzehnte gedacht ist, sondern erstmal als ein Ort, wo wir ein, zwei Saisons auch mal was Unwahrscheinliches ausprobieren können. Ja, wieder ein Anstoß für Sichtbarkeit vielleicht und genau wie du, oder vielleicht auch wieder die Mischung aus genau dem, was eigentlich schon da ist und man nur einfach ein bisschen der Spur folgen muss und vielleicht den Menschen das so mal ins Gesicht zu drehen und zu sagen so, auch das gibt's. Auch auf der Stubnitz eine Seefrau auch zu treffen. Gibt's. Wir haben also, auch, es gibt auch nicht immer der auch Fall gewesen, sagen wir mal so. Ja, die Infos kamen vom Lo, aber das Schifffahren tun auch Frauen, zum Teil. Genau, wir mischen. Ja, wir würden uns sicher auch freuen, wenn es dann alles mal wieder so in die Gänge kommt, dass wir uns hier auf jeden Fall wiedersehen und im besten Fall, würde ich sagen, auch mit dem Projekt irgendwie einsteigen können. Das wäre noch schön. Ja, vielen Dank, dass du hier warst heute. Ja, vielen Dank an die Stubnitz und gutes Durchhalten. Also es muss hart sein, aber ihr habt schon so... Die Stubnitz hat so viel durchgehalten schon. Ich glaube, ihr schafft es wieder. Geschichten von alle essen Wurst ganz lange, weil es nur noch das gibt. Monate. Genau. Wir hoffen das Beste. Ja. Danke. Wild, 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 wild.